Allison? Ich gehe nirgendwo hin. Du hast dich zu so einer tollen Jungfrau entwickelt. Wir müssen gehen, Allison. Kümmer dich gut um sie, okay? Denkst du, dass wir uns von all dem hier erholen werden? Der Verlust von Little Creek, unserem Familienkrankenhaus? Sieh dich um, Daniel. Die ganze Familie ist hier. Alle sind in Sicherheit. Wir sind alle zusammen. Du hast recht. Wir werden das schaffen. Wir müssen aber irgendwann darüber reden. Worüber? Dass du einfach in ein brennendes Gebäude gerannt bist, um mich zu retten. Hey, du bist zuerst reingerannt. Guter Punkt. Aber es gibt einfache Arten, mir zu sagen, dass du mich liebst. Was? Ich? Was? Und damit herzlich willkommen zurück bei Hearts Medicine Hospital Heat. Und ich hoffe, ihr habt nicht wirklich geglaubt, dass das Spiel damit zu Ende ist. Nein, nein, ihr Lieben. Wir müssen nämlich noch in die Psychiatrie, das letzte Kapitel. Ich habe ein paar Level nachgeholt und dabei habe ich festgestellt, dass man die Plätze von den Patienten auch tauschen kann. Ja, das wäre natürlich hilfreich gewesen auf der Entbindungsstation, aber hey, ja, woher soll man das wissen? Aber nun gut, Level 51 steht an. Erledige den ganzen Papierkram. Also, wir sind uns sehr sicher, dass Professor Myers nach seinem Zusammenbruch nicht mehr zu uns zurückkehren wird. Und aus diesem Grund ist das jetzt deine Abteilung. Aber... Der Schreibtisch ist da drüben. Ja, also okay, aber ich weiß nicht... Falls du etwas brauchst, behalte es für dich selbst. Niemanden interessiert das. Warte, gibt es denn niemanden? Oh ja, und vergiss nicht, dass du das Personal von Little Creek beurteilen musst. Wir müssen wissen, ob sie den Anforderungen entsprechen, um hier arbeiten zu können. Ich gehe davon aus, dass das kein Problem darstellt. Ich denke nicht. Großartig. Viel Glück. Behalte deine Probleme mal schön für dich. Das juckt dir keinen. Das ist ja geil, ey. Ich schätze mal, dass ich gerade befördert wurde. Ich fange dann besser mal an. Scheinbar habe ich viel Arbeit. Ja, und wir haben richtig Geld. 1100. Das ist sehr cool. Alter, was haben wir denn alle hier? Das ist ja sehr cool. Das Pendel tickt im schnellen Rhythmus, was die Patienten an den Tischen beeinflusst und schneller werden lässt. Okay. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Patienten gewinnen dank der Lektüre dieser Broschüren an Selbstvertrauen und Herzen. Alles klar, das ist auf jeden Fall schon mal im Auge behalten. Ich denke, ich nehme das auch direkt. Ja, nein, ja, nein, doch nicht. Schauen wir mal. Warte mal, was macht denn der Ventilator? Sie laufen schneller. Ach du Scheiße, was ist denn hier los, wenn die Patienten hier so schnell laufen müssen? Okay, wir schauen mal, wie es wird. Hier unten sehe ich schon mal Getränke. Und du möchtest jetzt hier hin. Okay, und du möchtest auf die Couch. Okay, das ist aber kein Restaurant hier, ne? Du willst dieses Buch, okay.
Und du musst jetzt hier an den... Ach nein, du musst hier unten hin. Okay. Kannst du hier auch noch hin? Ja, er kann da auch noch hin. So, dann gucke ich mal bei dir. Guck bei dir. Hole dir einen Tee. Dann kannst du zurück. Du kannst hier hin. Du kannst da hin. Alter, du gehst mal da hin. Wie, noch ein Tee? Du hattest doch eben einen Tee. Was machen wir jetzt bei ihm hier? Oh, irgendein Spiel. Die Patienten werden manchmal von negativen Gedanken geradezu überrollt. Tippe auf einen negativen Gedanken, um ihn zu vertreiben. Aha. Gut, wenn ein negativer Gedanke in einer Gruppe angetippt wird, dann verschwinden alle damit verbundenen negativen Gedanken. Ach so, alles klar. Gut gemacht. Es macht keinen Unterschied, wie groß die Gruppe negative Gedanken ist. Du kannst sie einfach durch Antippen vertreiben. Gute Arbeit. Kleinen Moment mal. So, okay. Oh, ich musste mal kurz niesen. Jetzt muss ich nur dran denken, das wieder rauszuschneiden. Ja. Gesundheit. So, du kannst dahin. Du machst mal hier. Du brauchst ein Buch. Du kannst hier runter. Dann gehst du mal an den Ständer. Ich gehe dahin. Du kannst jetzt hier rüber. Du gehst nach da oben. Und du an die Broschüren. Okay, negative Gedanken. Alles klar, kein Problem. Warte. Tee hier, du hier runter. Dann gucke ich bei dir. So, du kannst schon mal auf die Couch, wenn du magst. Und du willst auch auf die Couch. Okay, warte, ich hole zwei Bücher hier und hier und dann gehe ich zu dir. Nein! Oh, du hast diese Papiere in meinem Büro vergessen. Nein, habe ich nicht. Was, wir sind nie... Oh doch, ich habe es aber geschafft. Okay. Oh, ich habe schon gedacht gerade, ich bin zu spät, ey. Eieiei. Das wäre es ja jetzt gewesen. So, du kannst hier hin, du kannst auch da hoch. So, dann gehe ich zu dir, hole hier oben so ein Buch. Du kannst schon mal auf die Couch, du gehst hier hoch. So, da oben stapeln sie sich jetzt gerade schon. Oh, negative Gedanken, das sind aber eine Menge. So, mein Freund, du gehst mal hier an die Broschüre. Ich gucke bei dir. Du willst noch auf die Couch. Ich muss mal kassieren, ne? Es staut sich gerade alles hier schon. So, dann einen Kaffee da hoch. So, dann kannst du hier auf die Couch. Du kommst mal hier runter. Du an die Broschüre. So, ich darüber, dann da schnell rüber. Du möchtest hier hin. Okay. Ein Buch über Spinnen. So, du kommst schon mal hier auf die Couch. Du dahin, du hierhin, du dahin. Eieieiei, wow. Negative Gedanken, das ist nicht so schön. So, dann hole ich einen Kaffee für dich da oben. Was macht er denn? Okay. So, du kannst hierhin, ich gehe dahin, du kommst hierhin. Du kannst nirgendwo hin. Egal. So. Nein, geh mal dahin. Ich erledige keinen Papierkram. Das ist die Aufgabe von Ärzten auf der unteren Stufe. Oh wei. Und damit meine ich dich. Oh, wie fies, ey. So, du kannst hier hin. Du kommst dahin. Du an die Broschüre. Mich erschreckt das total irgendwie. Ich habe dauernd auch eben wieder das Gefühl gehabt, ich habe es nicht geschafft. Wei. So, du kannst hier aufrücken, du an die Broschüre, du kommst hier hin. Kaffee für dich, du darüber, dann gehe ich zu dir. So, dahin. Noch ein Käffchen, bitteschön. So, du kannst hier hin, du an die Broschüre, du kannst da oben hin. So, negative, oh wei, negative Gedanken, ja, toll, ist ja überall nur einer. Oh Gott, ey. Oh, hallo, Oliver. So, du kannst hier hin, Kaffee nach da oben und du kannst hier runter. Du kommst schon mal hier auf die Couch und du gehst da an die Broschüre. Du hier auf die Couch.
Da runter, da lang und zu dir. Und dann gehe ich zu dir, nehme einen Kaffee für dich mit. Gehe dann nochmal zu dir, hole hier den Kram. Meine Lieblingskollegin in diesem Krankenhaus. Oh, ich fühle mich schrecklich, dir das anzutun. Du kannst mir alles antun. Was? Was? Diese Arbeit, ich wünschte, dass ich das für dich tun könnte, aber ich befürchte, es geht nicht. Kein Problem, ich helfe. Dir gerne. Oh Mann. So, ich muss mal gerade kassieren. Hier staut sich ja schon wieder alles. So, du kannst hier hin. Dann die Broschüre, du darüber. Dann gehe ich zu dir. Jetzt hole ich dich schon mal hier runter. Ja, du möchtest nämlich mal an die Broschüren gehen, bitte. Hier ist ja alles negativ. Eieiei. Eieiei, was ist denn da los, Fräulein? So, hier hin. Du hier zu ihr mit drauf auf die Couch. Dahin, dahin, da, du. Dahin. Ein Buch überspinnen für dich. Du hier auf die Couch. Du kannst noch dahin. Und du darunter. Noch ein Buch überspinnen. Alles klar. Zweimal Tee für dich. Und für dich. So, du darüber. Du hier hin. Du zieh nicht so ein Gesicht. Ich kann mich ja hier auch nicht zerteilen. Liebe Leute, ihr seht, das ist das erste Level auf dieser Station. Und das ist einfach nur rammelvoll hier. Ach, du ahnst es nicht. Das kann ja ein Späßchen werden. Nicht wahr, nicht wahr? So, du kommst hier runter. Du kommst da runter. Du gehst an die Broschüre. Ich gehe kassieren. Wenigstens, dass der mit den roten Herzen hier raus ist. Okay, dann zu euch beiden. Du kommst hier hin. Warte mal, du an die Broschüre und du da hoch. So, nochmal ein Buch über Spinnen. Ihr seid hier alles Arachnophobiker. Ich habe ein Wort gelernt. So, warte, du dahin, du hierhin. Tee für sie, dann darüber. Du schon mal auf die Couch und dann gehe ich zu ihm. Oh, 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 oh. Oh, du bist ja völlig kaputt, mein Freund. Okay. So, du kannst nirgends holen, aber du kannst dahin, du dahin, Tee für dich. Oh, jetzt wird es aber hier gleich eng auf der Couch, Freunde. So, ein Spinnenbuch. Du hier an den Schreibtisch, bitte. So, du darüber, 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 hier runter, da und da und da und da. Alter, sind die alle kaputt hier, ey. So, warte, jetzt kannst du schon mal hier runter. Ich hole mal einen Tee für dich und du gehst da oben bitte hin, dann gucke ich bei dir. Du kommst hier runter, du gehst da hoch, eventuell mal kurz kassieren, ne? Sie stapeln sich ja hier schon wieder ohne Ende. So, dahin, dahin, du hier runter. Du hier hin und für dich ein Buch über Spinnen und dann gehe ich bei dir gucken. Böse, böse Gedanken. Nicht schön, nicht schön. So, du zu mir. Einmal ein bisschen plaudern und zuhören und zurück auf die Couch. So, was möchtest du nochmal? Ah ja, Analyse oder sowas. Okay, dann alle raus. Das waren eine Menge, Menge Leute, die ungefähr 1 Million Sachen hintereinander wollten. Oh wei, neues Minispiel. Tintenklecks-Test. Bereite den Rohrschacht-Test vor. Sieh dir das Beispielbild genau an. Du bist doch nicht etwa hier, um mir noch mehr Arbeit zu geben, oder? Nein. Warum? Das hier ist doch die Psychologieabteilung, oder? Ja, tut mir leid. Was wolltest du sagen? Ich habe hier früher mal gearbeitet. Nun, ehrlich gesagt, hat mir einmal das Little Creek Krankenhaus gehört. Und jetzt habe ich dafür gesorgt, dass alle meine Freunde vorübergehend im Queensboro arbeiten können. Aber nur, wenn sie von der Leiterin der Psychologie dir dazu das Okay bekommen.
könntest du nicht zu streng sein, ja? Sie haben viel durchgemacht. Natürlich. Danke sehr. Daniel, wo du schon mal hier bist. Du stehst auch auf meiner Liste. Oh wei. Ich bin sofort in mein Auto gesprungen und zum Little Creek gefahren, als ich davon hörte. Dann habe ich einen Hammer von einem der Feuerwehrleute genommen. Und habe Allison und ihre Mutter gerettet. Ich habe das Gefühl, dass du einige Dinge auslässt, Daniel. Kannst du mir Schritt für Schritt erklären, wie du in den Raum mit Allison und ihrer Mutter gelangt bist? Ich habe das total vergessen. Ich muss weg. Wir reden ein anderes Mal weiter. Wieso hat er das jetzt, naja, vergessen ja wahrscheinlich nicht, aber warum hat er das jetzt verdrängt? Er war doch da voll der Held, das war doch wirklich eine Leistung. Das verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Herausforderung 26. Völlig gestresste Selma. Ach, Selma ist ihr Name. Ah. Kannst du Selma helfen, sich ein wenig zu entspannen, indem du auch anderen Patienten hilfst? Okay. Oder ist sie nicht Selma? Ist Selma eine andere? Ach, sie ist Selma. Oder wie? Okay. Weiß ich gerade nicht. Ich helfe doch den Leuten hier sowieso irgendwie, oder? Zumindest versuche ich das. So, einmal negative Gedanken hinfort. Oh, was? Willst du jetzt 4 Bücher? Ach, du ahnst es nicht. So, du dahin und du hier runter. Und du gehst mal in den Ständer gerade. So, und dann zu ihm und dann zu ihr. Aber sie hat auch 1 Million Herzen hier, sehe ich gerade. Also, okay. Die wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Wahrscheinlich das ganze Level durch. Ach, du ahnst es nicht. So, okay. So, du gehst erstmal an den Ständer. Wenn du Selma bist, gehst du nach da oben und du kommst hier runter. Dann nehme ich gleich ein Tee mit für dich und dann gehe ich zu dir und sie kann wieder hier runterkommen. Du gehst mal dahin. So. Und du hier an den Ständer. Oh ja. Ich glaube, die Übersetzung von der Aufgabe war nicht richtig. Das war mehr sowas wie hilf Selma und hilf trotzdem auch allen anderen. Irgendwie sowas. Ja, ja, ich hol das Buch. Ich hol das Buch und dann gehe ich zu ihr. Du kannst hier auf die Couch, du gehst dahin. So, noch ein Buch. Und Selma kommt hier rüber. Okay. So, nein, das war falsch. Ich will den Kaffee für dich. Und dann gehe ich zu dir, den Tee. Streich mal runter. So, du gehst dahin. Boah. So, okay, Fräulein. Hier, hast du ordentlich was zu lesen? Kein Problem. Nein, du sollst an den Ständer. Ja, oh wei. Da ist ja einiges im Gange hier. So, dann zu dir, dann zu dir. Und du kannst hier wieder an den Tisch kommen. Und du gehst mal da auf die Couch und du an den Ständer. So, ein Buch für dich. Gucken wir direkt wieder bei Selma. Aber sie kriegt auch irgendwie kein Herz dazu. Kann das sein? Oder täuscht mich das jetzt hier gerade? Ja, Selma, geh da hoch. Ich hab dich doch da schon angeklickt, ne, Fräulein? So, dann zu ihm und dann muss ich kassieren, ne? So, du kannst hier runter, du kannst hier runter und du kommst auf Le Couch. So, jetzt kannst du hierher, du daher, Selma und dann darüber und dann wieder zu ihm zurück. Und dann gleich, nee, sie kriegt irgendwie kein Herz dazu. Na gut, Selma, dann nichts. So, das Buch für dich. Du kannst mir hier unten aufrücken, bitte. Du kommst auf die Couch und du an den Ständer. So, Käffchen. Oh, wir haben sogar Kekse. Das ist aber doof. Das passt ja gar nicht alles auf mein Tablett. Ja, ich brauche noch einen Keks für Selma. So, du kannst hier hin. Und ich hole mal hier ein Buch für dich.
Du kannst nicht auf die Couch. Ich muss erstmal hier die bösen Gedanken vertreiben. So, du Couch, du darüber, ich dahin. Okay, 1, 2, 3, 4 für dich, dann dahin, dann dahin. Eieiei, so, du kannst mal... Wie, Selma? Wir sind aber keine Bücherei, hör mal. Ist mal im Ernst. Ich meine, ich wollte es mal sagen hier, ne war. Alter, Selma. Was ist mit dir? Ja, du bist schon ewig hier, ne? Deswegen hast du jetzt Hunger. Oh, jetzt wird es hier schon wieder enge. Ich glaube, die will sich hier irgendwie nur durchfuttern, die Selma. Okay, so, du auf die Couch. Und warte mal, du verlierst ziemlich viele Herzen. Du hier runter. 1, 2, 3, 4. Zu dich, dann zu dir, dann zu dir. Also Selma hält mich hier schon ganz schön in Trab. Das muss ich ja mal gerade sagen. So, du kannst hier runter. Nee, Selma, ja, das tut mir leid für dich. Selma, du kannst noch nicht. Okay, gehe ich zu dir. Warte mal, ich kann Selma jetzt, seht ihr? Genau. Da kann ich sie dann nämlich tauschen. Ja, das wäre hilfreich gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte. Aber, nun gut. So, du gehst hier rüber, du auf die Couch und wir gucken mal. Oh Gott, da ist ja alles im Argen hier bei dir. So, bitteschön. Dann gucken wir bei ihr direkt und dann gehe ich an die Kasse. So, hier, ja. Und dann tauschen sie. So, da gucken. Du kannst hier mal nachrücken, du an das Regal. Da brauchen wir ein Buch, zwei Käffchen, zwei Kekse für Selma. Dann gehst du schon mal da hoch, bitte. So, da und da. So, warte, du kannst mal hier runterkommen. Ich glaube, da will gerade ein Patient gehen. Kann das sein? Bin mir gerade nicht sicher. Ich muss hier oben mal aufrücken. So, du möchtest einen Tee. Ich zu dir. Bei Selma gucken. So, für dich ist leider gerade nichts frei. Aber für euch beide ist was frei. Oh, das war einer zu viel. Zwei Kekse für sie. Bei ihr. Dann zu ihm. Dahin. Ja, Freunde, es tut mir leid. Ihr müsst alle warten, bis ihr dran seid. Das ist jetzt so. Das kann ich gerade nicht halten. So, warte mal. Du kannst hier hinkommen. Ich gehe bei dir gucken. Dann zu dir. Und das war's schon. Okay, du kannst hier aufrücken. Du nicht, du kannst hierher kommen. So, da und du auf die Couch. So, zwei Bücher für euch. Dann gucke ich bei dir. So, Selma, dann komm mal hier runter. Ich gehe mal kassieren zwischendurch. Eieiei, so, du kannst hier hin, du kannst dahin und du gehst hier mal an die Karten. Ich gucke bei dir. Ja, mein Freund. Das tut mir leid, du musst jetzt warten. Ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Ich muss mich ja hier um alle gerade kümmern. So, du tauscht mal mit ihm. Ich gucke da und du kannst hier rüber. Buch für dich, dann gehe ich zu ihm. Du kannst schon mal hierher kommen. Und ein Käffchen für den jungen Mann. So, und dann zu ihr. Okay, so, jetzt kannst du kommen, wenn du magst. Und du möchtest einen Tee. Okay. Bitteschön. Und dann kannst du gleich noch hier runterkommen. Doch, ich glaube, Selma hat aber jetzt Herzen dazu bekommen, ne? So, 1, 2. Bitteschön, bitte gleich. Ja, mit Selma haben wir noch zu tun. Dann schmeiße ich die erstmal raus. Okay. Selma, ich komme, halte durch. Es ist alles nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich rede dir gut zu, genau. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Atemübungen und Selma ist fertig. Hätte ich die auf Gold kriegen können? Wahrscheinlich schon, ne? Oh, schaut euch das an. Danke, Selma. Das habe ich mir verdient. Du warst richtig anstrengend. Oh wei, die Prüfung war ganz schön lang, ne? So von der Zeit her.
Okay. Das hat ganz schön viel Zeit jetzt gerade gekostet. So, Level 52. Beurteile Allison. Okay. Da kommt ja dann einiges zutage. Und darum musst du all diese Formulare bis morgen ausfüllen. Danke, du bist ein Schatz. Oh, schau, es ist die Superärztin, die Krankenwagen über Klippen fährt und in brennende Gebäude rennt. Nur damit du es weißt, das hier ist mein Krankenhaus. Und wir kommen hervorragend ohne dich aus, du Katastrophenmagnet. Warum tust du uns nicht einen riesigen Gefallen und fällst durch deine Psychobeurteilung durch? Oh ja? Nun, vielleicht solltest du selber lieber durch deine Psychobeurteilung fallen. Kümmere dich nicht um sie. So behandelt sie jeden hier. Ich bin Sam. Allison. Setz dich kurz zu mir. Wir kümmern uns um deine Beurteilung während meiner Schicht. Die Psychobeurteilung. Alter Schwede. Lass mal gucken hier. Am Tresen langsam mal ihre Herzen verlieren. Was macht denn die Couch? Ja, Herzen verlieren. Ha, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Und das Bild. Allison läuft schneller, aber spielen wir hier mit Allison oder spielen wir mit Sam? Ich kaufe das mal. Und wir haben ja noch. Wir haben ja noch, wir haben ja noch. Dann nehme ich das auf jeden Fall dazu noch und dieses schöne Ding. Das nehme ich auch. Und jetzt sind wir pleite. Oh, neue Bücher. Okay, mein Freund, dann komm du mehr hier runter. Und du kannst direkt da so einmal Arachnophobie und dann zu dir und einen Tee für dich und du kannst dahin, du hier auf die Couch, du dahin und Spinnen und was ist das? Familienprobleme oder sowas? Ich weiß es nicht. So, geh mal da hoch zu ihm bitte. Sie muss das noch mal lesen. Sie hat das eben anscheinend noch nicht verstanden. So, Allison kann ich aber nicht anklicken. Okay. So, mein Freund. Die ganzen negativen Gedanken, alle hinfort. Dann kannst du nämlich hier runterkommen. So, du hast auch irgendwelche Probleme mit Familie und du kannst hier rüber, du auf die Couch. So, und dann einen Tee für dich. Und wie kannst du eigentlich hierher kommen? Du gehst mal an den Kartenständer. Allison, meldest du dich irgendwie? Also es ist jetzt schon ein Vierteltag rum. Das wäre irgendwie schön. Also anklicken kann ich sie nicht. Jetzt, okay. Jetzt, sie hat mich erhört. Okay, fangen wir bei dem Feuer an. Weißt du, wie alles begonnen hat? Ja, der Auslöser für das Feuer war Viktor. Er hat unsere gesamte Ausrüstung durch fehlerhafte Geräte ersetzt. Es schien fast Absicht zu sein. Okay. Oh, hier haben wir das neue Minispiel. Rorschachtstests werden eingesetzt, um ein Verständnis vom mentalen Zustand des Patienten zu bekommen. Mit diesem Gerät kannst du interessante Bilder erschaffen. Drehe mit Hilfe des Schiebers das Bild. Ja, ich sehe schon, okay. Gute Arbeit. Die Patienten werden in diesem Bild bestimmt einige Dinge, die interessant sind, erfahren können, erkennen. Okay. Okay, dann auf die Couch und ich zu dir. Du kannst schon mal hier runter und du an den Ständer. So, und du möchtest ein Buch. Du kannst mal hier aufrücken und ich schmeiße euch mal alle gerade raus. So. Ja, und tschüss. So, einen Tee für dich. Du hier runter, du hier runter, du kannst dahin, du dahin. So, dann gehen wir zu ihr. Schon wieder ein Tee. Na denne. Ihr sollt euch hier aber nun wirklich nicht durchfressen, bitte. Fände ich nicht so gut. So, du kannst von mir aus gern schon mal hier auf die Couch kommen und du gehst dahin, du gehst darüber, hier und hier, du hier runter. Zwei Bücher für die Lady hier drüben. Du kannst hier aufrücken, dann gehe ich zu dir. Oh, du willst nur einen Keks? Du kannst auch ein Käffchen haben.
Zu Allison. Du bist in ein brennendes Gebäude gerannt. Das würden nicht viele Leute tun. Was war der Grund dafür? Ich musste das Gerät von hier in das Little Creek Krankenhaus schaffen, sonst wäre meine Mutter gestorben. Ich konnte sie nicht so einfach aufgeben. Sie war doch gerade erst wieder in mein Leben getreten. Aha. Finde ich aber gut, dass Allison sich mal hier jetzt ein bisschen die Seele frei redet. Ne? Die Last von der Seele redet. Oh Gott, du bist ja völlig im Eimer, Kind. Was machen wir denn mit dir? Schnell die bösen Gedanken entfernen. So, du kannst auf die Couch. Du auch. Und du gehst hier hin. So, ein Buch für dich. Dann gucke ich bei dir. Dann gucke ich bei dir. Und du möchtest auch noch ein Buch. Und dann gucke ich bei dir. Und ich muss schon wieder kassieren. Was ist hier los? Wie stapeln sich hier alle? So, alle rausschleusen. Bisschen Platz schaffen. Es wird ja auch so unübersichtlich hier. So, du kannst mal aufrücken und du dahin. So, nein. Für dich habe ich gerade keinen Platz. Das tut mir leid. Und bei dir machen wir den Rohrschacht fest. Alter Schwede. So, ne? Das ist ja oberübel hier. So, du dahin und du darunter. Dann hole ich zweimal Tee. Ich hätte auch gleich dreimal Tee holen können. So, bitteschön. Gehe ich direkt nochmal zu ihm. So, sie möchte ein Buch. Ja, danke, dass du hier den Platz frei gemacht hast, wollte ich sagen. So, okay. Zu ihr und dann zu ihr. So, du hier auf die Couch. Oh, Allison meldet sich. Die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter ist alles andere als normal. Kannst du mir etwas darüber erzählen? Kein Problem. Hast du ein paar Stunden Zeit? Das Einzige, was jetzt zählt, ist, dass es gut zwischen uns läuft. Okay, das ist fein. Es läuft gut zwischen euch. Das finde ich super. Und ich habe die Übersicht gerade schon verloren jetzt hier. nein, ich muss erst zu ihr. Ich muss erst zu ihr und dann muss ich dahin. Und du kannst dahin und ich gehe dahin und guck bei dir und guck bei dir. Und hier schon wieder ein Rohrschacht-Test. Okay, ich muss schon wieder kassieren. Alter. So, oh, Oliver, hi. Warst du heute schon hier, Oliver? Nein, du sollst mal an die Broschüren bitte gehen. Du kannst hier auf die Couch kommen. Uiuiui. So, da und da, bitteschön. So, du kommst auch schon mal hierher. Und möchtest erstmal ein Teechen zum Aufwärmen. So, Allison, ich komme. Kannst du mir wenigstens sagen, wie sich die Dinge für dich und deine Mutter verändert haben? Ich wollte einfach nicht mehr wütend sein. Damit war niemandem geholfen. Offen gesagt hat es alles nur noch schlimmer gemacht. Jemanden zu vergeben stellt keinen Verlust dar, sondern ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Sehr weise, Kind. Ich brauche mal zwei Bücher. Du geh mal hier hin. Und du komm hier hin. Ja, gibst du ihr bitte die Bücher? Das wäre total schön. So, dann tauschst du mal mit ihm. Ja, an das Tauschen muss ich natürlich denken. Rohrschachttest. Einen Schmetterling. Sehr schön. So, ein Teechen für dich. Du kannst hier runter, du auf die Couch. Du kannst nicht hier runter. Ich geh mal, nein, geh doch zu ihm. Du kannst hier auf die Couch, ein Buch. So, jetzt kannst du mal hierher und du hier hin. So, okay. Dann du, dann du. Aha. 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 Ah. Mh. Aha. Aha. Oh Mann, ey. So, zu dir. Du hier hin und du an die Broschüren. Okay. Oh, Rohrschachttest. Ich glaube, den mag ich nicht. Was wird das hier, eine Gitarre? Okay. Eine Gitarre. So, ein Teechen für dich. Du kannst hier hinkommen und du gehst bitte dahin. So, du tauscht mit ihm. Ich hole ein Teechen und geh zu Allison. Ganz schnell. Und zu guter Letzt, denkst du, dass du so weit bist und wieder arbeiten kannst? Ich möchte wirklich, wirklich wieder arbeiten. Das verstehe ich, aber das war nicht meine Frage.
Denkst du, dass das Feuer in irgendeiner Weise deine Entscheidungsfähigkeit oder deine Fähigkeiten beeinträchtigt hat? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber garantiert nicht. Allison ist ein Profi. Wir müssen mal ganz kurz hier zu ihm... wir müssen mal... Warte mal, du kommst mal auf die Couch. Kann ich dich nochmal da oben... Nein, kann ich da nicht hinschicken? Okay, schicke ich dich dahin, dir hole ich ein Buch. Ich wollte ihn nochmal an die Broschüre schicken. Aber das wollte er nicht. Nun gut, dann eben nicht, mein Freund. So, ja, ihr habt alle Goldherzen, bis auf ihn hier. Macht nichts, ich kümmere mich um ihn hier. In Ruhe zu Ende. Ach, der macht einen Zauberwürfel. Ach, das ist ja... Okay, ist ja gut, ich kassiere. Er verliert schon hier. Ja, lass dir doch Zeit. Kein Problem. Nur keinen Stress. So, dann gehen wir zu ihm. Okay. Alles geschafft, ihr Lieben. Schön. Und, wie habe ich abgeschnitten? Das kann ich dir noch nicht sagen. Es gibt nicht die geringste Spur von Viktor. Er scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Ruth, Sophia. Du siehst so aus, als ob es bei dir bald losgeht. Oh, die hat schon eine kleine Plauze. Ich fühle mich auch, als ob ich bald platzen werde. Naja, so schlimm ist auch noch nicht immer. Wenn das Aufziehen des Kindes nur halb so schwierig ist, wie diese letzten Monate waren, dann weiß ich nicht, wie ich das alleine schaffen soll. Wo wir gerade darüber sprechen. Ich habe gehört, dass dein Haus immer noch zum Verkauf steht. Wenn wir alle zusammenlegen, vielleicht könnten wir dann gemeinsam das Haus zurückkaufen. Du würdest das Haus nicht verlieren. Ich könnte endlich aus meiner miesen Wohnung ausziehen und wir alle könnten dir mit dem Baby helfen. Das könnte funktionieren. Es ist ja schließlich groß genug. Wir hätten immer noch ein Zimmer frei. Okay, ich finde die Idee eigentlich ganz cool, aber ganz ehrlich gesagt auch wieder nicht, denn warum pimpen wir denn Allisons Bude hier oben bitte auf, wenn sie jetzt mit denen zusammenziehen will? Hä? ja, okay, ihr Lieben, drei Level. Wir haben drei Level im Prinzip geschafft. Die Level sind verdammt lang. Ich hatte eigentlich eingeplant, dass wir vier machen, aber nun gut, dann werden wir in Dreier-Schritten versuchen vorzugehen. Und dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.